moin Leute, ich bin Lilliköpfus Brain oder einfach Nihadik und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von The Evil Within 2. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Scheiße. Ich find's auch nicht ganz so cool, Sebastian, dass wir in dieser Konstellation hier jetzt gerade uns zusammentreffen müssen und dass wir jetzt wahrscheinlich irgendwelchen Zombies begegnen werden. Aber man muss jetzt ja echt nicht scheiße sagen, okay? Das ist auch nicht so cool, das als erstes zu hören. Just saying. So, was haben wir hier? Eine Sicherung. Davon haben wir schon übrigens eine ganz schöne Menge. Ich weiß gar nicht ganz genau, wofür wir die einsetzen können. Vielleicht für diese elektrischen Armbrustbolzen. I don't know. Geister? Geister? Geier! Lily, das kam von oben. Das kam von oben, ja. Wir können das Ölfass umtreten. Das ist eigentlich ganz cool. Weil dann kommt da Öl raus. As you can see. Da hinten müssen wir, glaube ich, durch, weil ich denke, das hier wird abgeschlossen sein. Aha. Ich glaube aber irgendwie nicht, dass das Lily ist, die wir jetzt hier finden werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Lily sein wird. Gebe ich offen zu. Sie durchgekrochen sein. Ich sollte da auch durch. Okay. Sie ist ein tapferes und kluges Mädchen. Das ist wahr. Bestimmt geht's ihr gut. Ich muss sie nur finden. Ja, ist schön, das auf dem Weg zu finden, wenn man eine Tochter sucht. Ein Arm. Bein. Schöne Geräusche. Wir haben alles, was man braucht. Es ist wundervoll. Es ist einfach nur wundervoll. So. Wir gehen jetzt einfach mal einmal hier rum, um zu gucken, ob's... Also man kann auch noch da hinten lang, aber ich weiß nicht, ob ich da hinten lang will. Weil wir haben ja Lily auch hier oben gehört. Hallo? Ist das der richtige Weg, hier lang zu gehen? Ich werde es einfach mal tun. Okay. Sieht aber doch irgendwie nur nach Zusatz aus. Also gut, dass wir hier lang gegangen sind. Wir kriegen noch eine Menge in den Popo geschoben. That's nice. I like that. Ich hoffe nicht, dass uns jetzt ein Gegner hier auf dem Weg begegnen wird. Dass wir dafür auch noch kämpfen müssen für das, was wir hier gerade verdient haben. Sieht aber nicht danach aus, das ist sehr schön. So, weiter nach da geht's nicht. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich den Weg wählen, der direkt zu dem Typen führt. Aber müssen auch nochmal einmal hier uns zwei Schuss machen. Ah, wow. Drei kostet das ja, dann machen wir uns zwei Spritzen. Ja, zwei Schuss, Freunde. Ihr wisst, wie weit ich damit irgendwie hinkommen werde. Weil mit zwei Schuss verschieße ich genau zwei Schuss. Das wird, glaube ich, darauf hinauslaufen. Ja. Irgendwer ist da auf jeden Fall am Hacken. Mit einer Axt. Ach, das hat ihn auch verschreckt. Ach, wie schön. Ich dachte, er kommt jetzt zu uns hingerannt. Aber wenn ihm das auch Angst gemacht hat, ist das doch nett. Möchte ich beinahe meinen. Alter Vater! Du wurdest ganz schön zersiebt. Boy. Bisschen Schrotmunition, die wir ja leider immer noch nicht einsetzen können. Traurigerweise. Die Kiste... Ich wollte schon sagen, dass die Kiste da sehr suspicious steht. Seht ihr? Und ich sag's doch sogar noch. Aber jetzt mal kurz ernsthaft. Was eine AI, dass sie hier durchlaufen will. Also wenn sie hier durchlaufen könnte und das einfach so zur Seite schlägt mit so einem Jumpscare-Moment, dann wäre es krass, aber... Das wäre jetzt eigentlich der Moment, wo er außen rumlaufen müsste. Aber hier sind auch so lose Kisten. Vielleicht hätte er das sogar wirklich wegschlagen können, wenn wir nicht so schnell geschossen hätten. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir gehen direkt mal die Leiter hoch. Und hoffen, dass wir hier irgendwelche Überbleibsel oder... Überbleibsel klingt sehr falsch, wenn ich meine Tochter suche, weil ich möchte sie nicht in Stücken wiederfinden. Dass wir hier irgendwelche... Überreste auch nicht. Dass wir hier vielleicht irgendwelche Belongings, irgendwelche Sachen, die ihr gehören, finden.
Das ist vielleicht die richtige Ausdrucksweise, die man irgendwie sagen kann. Schockbolzen, sehr gut. Und neue Informationen. Bericht Nummer 00654, Kerndislokation. Betreff Infrastrukturbericht. 15.01, seismisches Triggerereignis. In diesem Nachmittag Systemüberprüfung brachte Abkopplung des Kerns zutage. Notfallteam vorläufige Erkundung entsandt. Bericht kurz vor Kontaktabbruch an Mobius-Zentrale geschickt. 1632 Kern konnte nicht ausfindig gemacht werden. Geringfügige zeitliche Dislokation, jedoch kein größerer struktureller Schaden. Einwohner stellen erste Fragen per Telefon. Kern noch immer offline. Geringfügige Risse bilden sich im Bereich um das Rathaus. Einwohner bleiben noch ruhig, doch Unbehagen wächst. Verlust der Atmosphärenkontrolle. Temperatur fällt zunehmend. 23 Uhr. Erneut seismisches Triggerereignis. Riss beim Rathaus nimmt kritisches Ausmaß an. Abtrennung steht unmittelbar bevor. Wenn der Kern nicht wiederhergestellt wird, Mobius-Alpha-Team ist eingetroffen und unterstützt die Suche nach dem Kern. Ja, man muss offen zugeben, shit hits the fan. Es ist momentan soweit, dass hier alles so ein bisschen auseinanderfällt. Man konnte jetzt ja schon lesen, die Temperatur fällt ab. Die Orte lösen sich voneinander, das haben wir ja auch selber schon mit ansehen können. Hier passiert ganz schön kranker Scheiß. Hier kommen wir auch noch rein. Und finden die nächste Puppe. Das kann doch nicht sein. Aber wir haben jetzt endlich unsere Schrotflinte. Yes! Das ist sehr schön. Sieh an. Die nehme ich. Sehr gut. Das finde ich auch sehr schön, dass du die mitnimmst. Weil die kann ich gut gebrauchen. So. Noch eine Puppe? Aber wo ist Lily? Richtige Frage. Das ist auf jeden Fall die Puppe. Da ist aber auch irgendwie so viel Blut. Du hast dich hier versteckt. Ist das der Fotograf? Das ist der Fotograf. Das ist er. Der Mörder mit der Kamera. Mhm. Und der Mistkerl hat mein kleines Mädchen. Ich war fast bei ihr. Verdammt! Beruhige dich. Denk nach. Du musst sie retten. Der Kommunikator empfängt nichts mehr. Ich muss einen anderen Weg finden. O'Neill. Ob ich ihm trauen kann? Andererseits will er genauso sehr hier raus, wie ich Lily finden will. Dann sollten wir ihn mal vielleicht als nächstes fragen. Hey, O'Neill. O'Neill, Sebastian hier. Können Sie mich hören? Mist, ausgerechnet jetzt. Natürlich. Wie funktioniert es draußen? Okay. Also hat der Fotograf unsere Tochter. Ist natürlich wunderschön. Genau das wollten wir nicht. Und wir müssen den Weg, den wir gekommen sind, zurückkehren. Das heißt, auf dem Weg wird uns locker irgendwer begegnen. Den werden wir nicht einfach so zurückgehen können. Bin ich mir sicher. Fände ich ein bisschen weird, wenn wir jetzt einfach so gehen könnten. Was geht jetzt ab? Der Fotograf. Wow. Wow. Was zur Hölle? Mit seinen schönen Kunstwerken hier an der Wand. Es ist gleichzeitig so cool, aber gleichzeitig auch einfach so krank. Also was er hier für eine Kunst schafft, ist der absolute Wahnsinn, aber auch der absolute Wahnsinn. Heilige Scheiße, Mann. Was soll das denn jetzt sein? Randall Fick. Ja.
Wunderschön. Wirklich. Wunderschön. Kannst du dir nicht ausdenken. Was ist das da? Smile for me. Da bist du ja. Aber wo ist Lily? Er darf nicht nochmal entkommen. Ja. Dass das jetzt nicht so viel gebracht hat, war mir eigentlich ziemlich klar. Hey, sieh da! Das Mädchen. Wo ist es? Ich habe irgendwo uns nichts geschossen, das war ein bisschen doof. Kommt ruhig her. Moment, Moment, ich habe hier noch irgendwo Öl ausge... Das Öl ist nicht mehr hier. Warum ist das Öl nicht mehr hier? Ah, shit. Die halten zu viel aus. Ich will eigentlich jetzt nicht meine ganze Schrotflinte dafür jetzt opfern. Einen ganzen Schuss davon. Das bringt ja auch nichts. Ah, natürlich. Ich glaube, da vorne war noch meine Benzinspur, aber ich habe sie nur nicht richtig gesehen. Hey, ihr Schwachmaten. Kommt her. Ah, komm her. Das hätte ich vielleicht erst machen sollen, wenn er drin steht. War nicht der schlauste Move, den ich gemacht habe. Ich gebe euch recht. Okay. Was? Was? Ich habe noch einen Schuss. Munition mehr. Ja. Aber genau in dem Moment sind sie gegangen. Also durfte ich an euch meine komplette Munition verlieren. Mann, wie schön. Ob ich jetzt wenigstens O'Neill erreiche? Heilige Scheiße. O'Neill? Sebastian hier. Sie leben noch? Ich meine, Sie leben noch. Gut. Konnten Sie den Kern finden? Nein. Aber ich weiß, wer ihn hat. Und er hat selbst für diesen Ort unglaubliche Kräfte. Aber er ist weg. Ich glaube, da kann ich Ihnen helfen. Ich habe eine unbekannte Frequenz empfangen. Sie kommt aus dem Rathaus. Gut. Wo liegt das? Da oben. Sehen Sie das Gebäude mit dem großen Uhrenturm? Ja. Das ist es. Wie zur Hölle soll ich da denn hochkommen? Das ist etwas kompliziert. Kommen Sie her, dann erkläre ich's. Okay. Bin unterwegs. Was zur Hölle? Wow. Kehre zu O'Neill zurück und sprich mit ihm. Ach, komm schon. Einladend. Sehr einladend. So, ich muss jetzt erstmal wieder zum Unterschlupf zurück. Der ist da. Okay. Ich muss aber erstmal gucken, wie wir da überhaupt hinkommen. Ganz so einfach wird das nämlich nicht. Kann ich irgendwie kurz hier ein bisschen was improvisieren? Ah, nicht wirklich. Ein Schuss. Kann ich mir genauso gut auch sparen.
Wenn die auf uns aufmerksam wird, haben wir ein gigantisches Problem. Ihr erinnert euch, dass ich schon mal gegen die gekämpft habe. Widerwillig. Okay. Crazy Woman. Oh fuck! Das Problem an der ist einfach, dass sie unfassbar schnell ist. Okay, okay, okay. Die haben wir kurz irgendwie hinter uns gelassen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Nächstes Mal habe ich vielleicht weniger Glück. Ja, das ist richtig. Puh, okay. Ja, ich denke, er würde uns das jetzt erklären, wie das funktioniert, dass wir zu dem Rathaus kommen. Wir haben das jetzt ja gerade auch in dem Dokument gelesen. Es gibt zeitliche Dislokationen, da der Kern nicht mehr da ist. Und ich glaube, es wird jetzt so ganz crazy, dass wir irgendwie anders in diesem Zeitkontinuum sein müssen, um genau dann dort drauf zu laufen. Es wird total verrückt. Ich bin sehr gespannt, wie er uns das erklären will. Oder wie das wird. Hi, O'Neill. Bevor wir reden, brauche ich erstmal ein Käffchen. Oh, scheiße, ey. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Sehr schön. So. Und dann wollen wir eine Runde reden, wa? Es geht Ihnen gut. Keine Ahnung, ob gut das richtige Wort ist, aber hier bin ich. Also, wie komme ich jetzt zum Rathaus? In Union gibt es eine Art Backstage-Bereich, von dem aus Mobius die Probanden heimlich beobachten konnte. Mhm. Die meisten Durchgänge sind noch intakt genug, so dass man die Risse umgehen kann. Aber Teile der Stadt schweben in der Luft. Wo sind denn da Tunnel? Das sind Durchgänge, keine Tunnel. Wenn Sie sie benutzen, wechseln Sie im Grunde die Ebene. Wir nennen es das Mark. Es existiert in einer vom Sichtbaren getrennten Ebene. Das ergibt keinen Sinn. Das muss es zum Glück auch nicht. Es muss einfach nur funktionieren. Es ist ein Labyrinth. Einmal falsch abbiegen und Sie sind auf der anderen Seite der Stadt. Wo ist dieses Mark, das mich zum Rathaus bringt? Und wer kommt auf diese lächerlichen Namen? Ich markiere den Port. Er ist im nördlichen Unterschlupf. Sieht wie ein normaler Computer aus, ist es aber nicht. Ich gebe Ihnen das Passwort für die Aktivierung. Wenn Sie drin sind, folgen Sie der Markierung zu Ausgang B2. Das sollte Sie direkt zum Rathaus bringen. Das hätten Sie mir auch per Kommunikator sagen können. Vielleicht, aber dann hätten Sie die hier nicht. Die Durchgänge sind okay, der Zusammenbruch hat Probleme mit der Infrastruktur verursacht. Laut meinem Kommunikator versperrt ein Gasleck den Weg zu Ausgang B2. Ohne die hier würden sie nicht überleben. Tödliche Gaslecks, ha? Huh? Die schlechte Nachricht immer zum Schluss, was? Nach dem, was wir bisher gesehen haben, bezweifle ich, dass das das Schlimmste ist. Sehr hilfreich. Wollen Sie vorher sonst noch was wissen? Gasmaske. Nur mit dieser Maske gelangst du durch die gasgefüllten Bereiche im Mark. O'Neill war so nett und hat dir eine brandneue Maske besorgt, sodass du nicht die Maske eines Toten tragen musst. Sehr schön. Kapitel 4. Hinter dem Vorhang. Der Vorhang, der von dem Fotografen ja auch so ein bisschen hochgehalten wird. Alright. Ich muss ehrlich zugeben, O'Neill ist mir überhaupt nicht geheuer. Ich finde ihn super komisch. Ich weiß ich nicht. Komisch. Einfach nur komisch. So, wir haben jetzt nämlich auch die Shotgun und da können wir jetzt auch nämlich die Feuerkraft erhöhen. Und da bin ich voll dabei. Das mache ich. Das mache ich gerne. So. Können jetzt bald auf jeden Fall unser grünes Gel auch nochmal zum Besten führen. Da sind die Abtrünnigen immer noch. Wir müssen ganz nach oben zu dem Unterschlupf. Ei, 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 ei. Das ist natürlich jetzt ein ziemlicher Weg, ne? Ich glaube, dann werden wir jetzt lieber hier nochmal einmal kurz upgraden. Sebastian. Ans Zimmer. Hä? War diese Tür schon immer da? Was zum Teufel ist das? Eine Chance, Ihre Fertigkeiten zu testen. Versuchen Sie Ihr Glück, Detective. Das ist ja verrückt. Was?
Verrückt wäre es, darauf zu verzichten. Zielen Sie sorgfältig und zeigen Sie, was Sie können. Munition spielt hier keine Rolle. Okay. Boah, das lange dauert. Ach, ich kann sogar... Oh, scheiße. Boah, war das schlecht. Ich glaube, es geht 8000 Mal besser. Das ist wirklich beeindruckend, Detective. Erzähl nix. Beeindruckend. Ergebnis leicht, okay. Dafür haben wir Waffenteile bekommen und einen Bonus. Gold kriegt man schon ab 800. Wir hatten 1710. Okay. Das finde ich aber cool, ehrlich gesagt. Dass man hier nochmal so ein bisschen Zielen üben kann, weil das ist wirklich nicht schlecht und ich glaube, das werde ich später auch auf jeden Fall mal brauchen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist eine coole Erweiterung. So, 4450 GL, da können wir auf jeden Fall ein bisschen was einsetzen. Wo gehen wir drauf? Wo gehen wir drauf? Wir gehen auf Schaden. Wir gehen auf jeden Fall auf Schaden. Ich brauche Schaden. Nicht mehr treffen, Detective. Okay. Was auch immer das mir jetzt sagen sollte. So. Verringert das Wackeln der Ziele wie beim Schießen noch mehr. Ja, aber wir wackeln ja eigentlich nicht wirklich. Aber das brauchen wir sowieso, damit wir halt auch weiterkommen, ne? Wo kommt man denn mit der List überhaupt hin? Flasche in deinem Inventar werden automatisch benutzt, damit du dich aus der Umklammerung eines Gegners lösen kannst. Das ist auch cool. Ich glaube, darauf gehe ich. Du bewegst dich schneller in geduckter Haltung. Ja, toll, mir fehlt jetzt 50 Gel. Super. Das will ich halt eigentlich haben. Das ist schon ganz cool. Dann haut er dem sofort immer eine Flasche rüber, weil die Flasche habe ich eigentlich immer dabei. Regenerierst mehr Gesundheit ist auch gut. Aber weiter und schneller rennen ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, das werden wir jetzt erstmal kurz nochmal innehalten. Die 2950, weil das wirklich 50 vor den 3000 ist, die wir gut gebrauchen können. Und dann würde ich sagen, gehen wir im nächsten Part. Ich habe irgendwas im Hals, tut mir leid. Gehen wir im nächsten Part direkt mal weiter zu dem Unterschlupf und dann auch hoffentlich zu dem Rathaus. Ich bin sehr gespannt, wie das alles laufen wird. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Klingelt die Glocke neben dem Abo-Button, damit ihr direkt eine Benachrichtigung bekommt, wenn das Video online geht. Und bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü.